Zur Einleitung und um was im Video geht, kommen wir später. Erstmal ein Servus und jetzt Sunrise Time. Nach dem Start kann es ja nur schlechter werden eigentlich. So schön die Landschaft. Wir sind jetzt hier also auf jeden Fall auf der Westseite gewesen vom Staffelsee. Hier sind wir weiter südlicher. Oben mit dem viergeteilten Bildschirm waren wir deutlich nördlicher. Hier geht es schon wieder auf den Weg zurück. Dazwischen zwischen Campingplatz und Strandbad und dann weiter südlicher. Hier enden auch immer die Straßen dann irgendwo an irgendwelche Stadel. Das ist ganz nett, weil da habt ihr eure Ruhe, so wie ich und mein Bub, wir waren da in der Früh und haben da dementsprechend unsere Ruhe gehabt. Intention vom Video ist natürlich, euch einmal so mitnehmen, dass ihr 360 Grad den Staffelsee in der Früh seht. So wie es mit Nebel ist, purer Sonne und so weiter und so fort. Dass man einfach einen Eindruck hat, wie geht es da ab. Später am Ende vom Video gibt es die Radltour um den Staffelsee, deswegen ist das Video auch so lang. Und zwischendrin haben wir natürlich nur alles Mögliche an euch, an Potpourri. Am Ende gibt es auch noch ein kleines Statement von mir während der Radltour. Einfach als Übersicht, dass das passt. So, jetzt tun wir natürlich dann dementsprechend noch wechseln. Wir sind jetzt hier immer noch am Morgen. Das hat sich komplett durchzogen so. Und jetzt wechseln wir dann auf jeden Fall auf die Abendseite. Da sind wir natürlich auf der Ostseite drüben und blicken dann Richtung Westen. Direkt am Glorner Parkplatz am See sind wir da. Das ist am besten zugänglich, würde ich sagen. Gibt auch noch andere Bereiche, aber da ist nicht schlecht gewesen. Ich spiele euch Musik ein und ansonsten viel Spaß am Staffelsee.
Thank you.
Happy trails to you until we meet again. Happy trails to you. Keep smiling until then. Who cares about the clouds if we're together? Just sing a song and bring the sunny weather. Happy trails to you till we meet again. Till we meet again.
Servus und guten Morgen vom Staffelsee. Wir haben jetzt gerade eine Umrundung gemacht und jetzt zum Schluss wollte ich nur was erzählen. Also ihr habt ja die Legenden schon mal gehört von Staffelsee, gerade über den Lindwurm bzw. den Drachen, den es hier geben soll. Ja. Die einen sagen so, die anderen so. Ich glaube, ihr Drache hat mehr Prestige. Und natürlich ist von Murnau der Lindwurm im Wappen zu finden. Es gibt viele Sagen, dass er einmal von der Jakobsinsel kommt, einmal, dass er hier sich niedergelassen hat und vorher woanders gelebt hat und natürlich in den Untiefen vom See lebt. Ich sag mal, das Spannendste, was man hier finden kann und was für Aufruhr sorgt, sind mal Nacktbader. Ansonsten hat man hier eigentlich wenig, was schlimm ist. Ja, wir sind jetzt hier im März, außerhalb der Ferien. Da ist natürlich nichts los, weil wir haben es so im Staffelsee, ist natürlich ein Riesenurlaubsgebiet auch drumherum und hängt auch viel dran, wo man auch hier sieht. Ja, wir haben hier mehrere Inseln, zwei größere. Eine ist unbewohnt, die andere ist bewohnt. Und die 8 Quadratkilometer vom See sind also leicht zum Umrunden. Wenn man das in Kilometer ausrechnet, sind das vielleicht 20 Kilometer, die wir da haben. Also sind wir insgesamt gut dabei. Ansonsten gibt es hier nichts weiter an Legenden. Die Legende habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video beschrieben. Da ging es auch um Themen vom Oberland und um ja, Legenden in dem Bereich. Lasst mich mal so zusammenfassen. Wir haben im Staffelsee auf jeden Fall den Lindwurm versteckt und ein zum Tode Verurteilter wollte ihn erledigen. Leider hat er es nicht geschafft und wurde dann selbst entsorgt. Ich zeige euch jetzt mal ein Video von den ganzen Inseln aus der Aufnahme heraus und ich glaube, das kann man gut stehen lassen. Gerade mit solchen Tagen wie heute, wo so ein gutes Wetter herrscht, kann man hier es gut aushalten. Ja, ansonsten, wenn noch Fragen sind zum Staffelsee, immer mit rein. Ach, zur Route wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, nur die südliche Route führt direkt am See entlang. Ansonsten fahrt ihr über Uffing und dann, ja, Landstraße kann man sagen. Ich würde es euch trotzdem empfehlen, Uffing mit dem Radl, weil da habt ihr einen super Seeblick vom Hügel runter. Ansonsten ist es eine schöne Mooslandschaft. Haut's rein, viel Spaß!